Heute erzähle ich euch von der wunderschönen Sage von Melusina. Vor vielen, vielen hunderten Jahren betrat ein Graf namens Siegfried das wild verwachsene Tal an der Alzette. An der Stelle, wo die heutige Vorstadt Luxemburgs ist, er hörte nämlich einen wunderschönen Gesang, dem er folgte. Diese anziehende Stimme ermöglichte es, dass er auf eine Jungfrau namens Melusina traf. Er verliebte sich in sie und fragte sie: »Melusina, würdest du mich zu deinem Mann nehmen und ein glückliches Leben mit mir verbringen wollen?« Melusina dachte kurz nach und antwortete: »Einverstanden, aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens will ich den Felsen hier am Fluss nicht verlassen. Und zweitens verlange ich, dass man mich jeden Samstag in Ruhe lässt.« Der Graf fand dies erst merkwürdig, gab jedoch sein Wort, sich daran zu halten. Siegfried überlegte, wie er eine Festung auf dem Felsen errichten könnte. Da ihm normale Mittel nicht zusagten, machte er sich auf den Weg hin zur Hölle. Dort traf er auf den Teufel und bat ihn mit zitternder Stimme: »O großer, mächtiger Teufel, ich bin gekommen, um dich zu bitten, mir eine Festung dort am Felsen zu errichten.« Der Teufel blickte auf den Grafen hinunter und antwortete mit ernster Stimme: »Nur wenn du bereit bist, mir die Hälfte deiner verbleibenden Lebenszeit zu überreichen.« Siegfried willigte ein. Der Teufel warnte ihn ebenfalls: »Ich hoffe, dir ist bewusst, dass ich dich holen komme, wenn der Tag gekommen sei.« Dennoch willigte Siegfried ein und zahlte, was vereinbart worden war. Daraufhin verschwand der Teufel und die Festung stand auf dem Felsen. Einige Jahre sind vergangen und Melusina bekam auch einen Raum für sich, wo sie sich jeden Samstag ungestört hinter einer Tür verschließen konnte. Sie gebar 7 gesunde Kinder. Der Graf Siegfried hielt sich auch immer noch an sein Wort, Melusina nicht am Samstag zu stören. Doch Siegfrieds Landsleute hakten immer wieder nach und machten den Grafen neugierig, was seine Gattin vor ihm verstecken würde. Sie tuschelten immer wieder: »Es sei nicht normal, dass man nach Jahren seinem Partner immer noch Sachen verheimlichen würde. Was kann es wohl sein, was sie dazu bringt, einen Raum für sich zu beanspruchen? Glaubt ihr, sie hätte einen anderen Liebhaber? Was denn sonst?« Schnell war es wieder Samstag und Melusina hatte sich erneut in dem Zimmer eingeschlossen. Dieses Mal jedoch konnte Siegfried seiner Neugier keinen Einhalt gebieten. Er blieb vor der Tür stehen, holte kurz Luft und öffnete sie. Er betrat den Raum und traute seinen eigenen Augen nicht mehr. Seine wunderschöne Frau lag in der riesigen Badewanne neben dem Fenster. Doch anstelle ihrer wunderschönen Beine war nur ein langer, ekelhafter Fischschwanz zu sehen. Siegfried erschrak. Melusina drehte ihren Kopf um und sah ihren Mann fallen. Ohne weiter zu zögern, flüchtete Melusina aus dem Fenster und stürzte sich in den Fluss. Der Graf hatte sein Wort gebrochen und seine Frau somit für immer verloren. Die kommenden Jahre versuchte der Graf unentbehrlich, seine Melusina wieder aufzuspüren. Ob im Tal oder außerhalb. Aber das brachte alles nichts, er fand sie nämlich nirgendwo wieder. Eines Abends, als er allein vor sich hin trauerte, tauchte der Teufel in Person vor ihm auf und sprach: »Ich bin gekommen, um dich mitzunehmen, Graf Siegfried.« Mit einem Grinsen im Gesicht fragte der Teufel: »Hast du dein Glück gefunden?« Der Graf antwortete verneinend: »Nein, das habe ich nicht.« Daraufhin raubte der Teufel seine Seele und machte sich aus dem Staub. Zurück blieb nur die leere und kalte Hülle des seelenlosen Grafen.